Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Cities Skylines. Ja, wir sind hier wieder in unserer wunderschönen Stadt. Und gerade so jetzt. Ja. Hier ist ziemlich verblaut, ich kann das. Oh ja. Ein Krankenwagen. Wir müssen mal wieder ein bisschen gucken, dass wir hier ein bisschen was weiterbauen. Wir haben ja schon lange nichts mehr gemacht in unserer Stadt. Aber ihr geht's anscheinend mal noch gut. Wir verlieren zwar gerade wieder massig Geld. Warum auch immer. Moment, guck mal. Ausgaben für Straßen. Warum verdienen wir so wenig? Hier brennt's. Auf jeden Fall brauchen wir mal bessere Feuerwehr. Hier oben. Wo ist denn ja einer, die nächste? Oh. Ja, schlecht. Ah ja, die ist ja oben schon da. Das ist doch gut. Das ist sehr gut. Trotzdem verlieren wir Geld. Aber wir machen Einwohner. Das ist gut. Müssen wir mal gucken, wie das mit dem Verkehr aussieht. Ob das noch so weit gut ist. Hier hinten an den Abfahrten, das ist toll. Und hier hinten ist halt ein bisschen... Höhe geht aber noch. Da muss man darauf achten, dass wir die Straßen halt so bauen, dass da nicht so gleich Verkehrschaos entsteht. Das ist, ganz am Anfang geht es immer noch und dann wird es immer schlimmer. Und dann kann man das halt nicht mehr so gut beheben. Das ist deshalb schlecht. Aber erstmal braucht man mehr Geld. Mehr Geld wäre nicht schlecht. Hier geht. Brauchen wir auch mal bald eine. Haben wir da schon eine zweite gebaut? Nee. Bräuchten wir aber mal. Ja. Hier fehlt. Wir brauchen hier drin noch eine Müllhalde. Wir nehmen mal die Steuern ein bisschen von der Industrie hoch. Und vom Gewerbe. Und hier fahren einfach mal auch. Wir brauchen jetzt mal kurz ein bisschen Geld. Keine Ahnung, warum das so wenig wurde jetzt. Lass mal kurz so weiterlaufen. Steuern sind zu hoch. Ja. Das ist richtig, die sind auch zu hoch. Nehme ich für euch mal schon wieder runter, nicht dass ihr mir abhaut. Die anderen beschweren sich noch nicht, dann passt das. Dann bauen wir nämlich erstmal noch ein bisschen mehr Wohngebiet hier hinten hin. Hier ist ja eigentlich noch... Eine Müllhalde bauen wir erstmal noch. Müllverbrennung können wir erst ab 7500. Ah, da hinten ist noch einer. Ja, das reicht ja nun jetzt nicht wenig, aber... Setzen wir am besten mal hier noch eine hin. Das wäre wenigstens ein bisschen. Dann bauen wir hier hinten mal. Jetzt beschweren sich auch noch, dass die Steuern so hoch sind. Ach Mensch, Jungs. So krass ist doch gar nicht. Bauen am besten mal hier hinten noch die Straße. Was ist das für eine? Eine dreispurige. Das heißt, die hier. Bauen wir die am besten mal noch ein Stückchen weiter. Hier oben wollten wir ja noch ein bisschen Wohnungen machen. Wir haben auch noch hier ein bisschen was frei, also so ist nicht. Ein bisschen haben wir noch. Wir können ja hier schon mal vorsorgliches anderes machen. Wasser ist da hinten noch nicht verlegt. Das machen wir natürlich noch. Also mal hier gleich mal noch alles machen gleich. Wenn wir hier einmal dabei sind. Ne? So. Sind wieder hart am Geld verlieren.
Das ist natürlich toll. Warum? Wo liegt das Problem? Komisch. Aber das müsste auch eigentlich langsam auch weniger werden. Ja, wird weniger. Weil wir noch ein Monat dazu bekommen, die ja auch Steuern zahlen dann. Lassen wir das eigentlich auch mal wieder runternehmen. Ich verbrenne es wieder. Kerze Feuerbrauch, kommen die zurück. Liegt hier? Ja, gut, okay. Ja, leider abgebrannt. Nicht gut. Hier ist die einzige Feuerwache, die wir haben. 5 von 8. Budget haben wir auch alles auf 150. Kann natürlich nicht passen. Machen wir alles auf 100. Vielleicht ist das dann besser. Jawohl. Das allzeit bekannte Handy wieder mal. Warum nicht? Das ist eigentlich sowas von scheißegal, was wir hier machen. Kostet doch eh nichts. So. Müsste das mit dem Geld eigentlich mal langsam. Boah, ey. Ich schmelze ja dahin, das ist ultra warm. Echt tolle Bedingungen für Aufnehmen. Aber naja, gut. Deswegen bin ich vielleicht jetzt gerade auch ein bisschen durcheinander. Aber was willst du machen? Arbeitszüchter, alles klar. Warum sind die Häuser immer leer? Sollen das alles abreißen? Kann man mal ein Abrissunternehmen einstellen? Ja. Hier brennt's. Feuerwehr ist schon da. Ganz schön viele Feuerwehr sogar. Und hier kommt hoffentlich auch welche. Ah, da kommt noch einer. Muss doch irgendwie zu schaffen sein, dass alle Gebäude, keine Gebäude mehr abbrennt. Normal. Ja, das hat schon mal geschafft. Das ist schon mal gut. Kann auch gar nicht sein. Dass hier so viele Gebäude brennen, ist auch krank. Sieht auch gut aus hier. Jedenfalls alles zurück, ne? Ja. Natürlich auch einen weiten Rückweg dann immer. Hinten brennt jetzt auch. Fahren da schon welche hin? Krankenwagen fährt. Feuerwehr sind auch 6 von 6 in Verwendung, natürlich, ja. Müssten wir noch eine Feuerwehrwache hier hinten machen. Und hier hinten dann auch eine. Wir verbinden das mit der Autobahn nachher eh alles hier, aber eh das was wird, dauert es noch ein bisschen. Deswegen wird das Haus jetzt hier hinten wahrscheinlich abbrennen. So leid mir, dass er es auch tut, ne, aber kann er ja auch nichts machen. Die fährt jetzt auch keiner mehr los, kann das? Ah doch, da fährt einer. Wird er aber wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Naja, obwohl, vielleicht, wenn er schnell ist. Wenn er verdammt schnell ist, aber bei dem dichten Verkehr hier
ist das, wir müssten so ein Ding mal an der Autobahn bauen. Und dann halt alles wirklich immer besser mit Autobahnen die Infrastruktur machen. Aber ohne Geld geht's halt nicht. Ja, das wird wahrscheinlich nichts werden. Mit dem Brand. Aber da kommt die erste, die zweite kommt. Da. Ja. 5500. Stadtplanung, Ölindustrie, kostenloser Nahverkehr. Ne, das wollen wir nicht. Kostenloses Nahverkehrchen, das gibt's nicht, ne. Und schaffen es? Feuerwehr ist da. Aber das sieht schon nicht mehr so gut aus. Busdepot gibt's jetzt, naja, machen wir noch, aber. Gerade nicht. Bin mal gespannt, ob die das noch schaffen. So, in Ordnung. Oh, jetzt kein Bus. Haben die noch geschafft, ne? Da hinten brennt bestimmt schon wieder irgendwo das nächste. Noch nicht? Ist cool. Und da kommt schon der zweite Feuerwagen. Läuft. Das haben die trotzdem noch geschafft. Ist gut. Ist da jetzt gerade ein Feuerwehrmann reingesprintet? Okay, ja. Klar. Kommt es raus. Ja, sind es nicht so gut gelaunt. Frag mich auch warum. Aber das steht wenigstens noch, ne? Ist gut. Ist gut. Wir machen Plus wieder jetzt auch. Und so viel Geld. Wo kommt das ganze Geld her? Achso, das haben wir gerade gekriegt, ne? Beschwerst du dich ja? Lärm. Ja, das Ding können wir mal umstellen. Echt hier hin. Das ist echt zu laut da. Und eine fortschrittliche. Könnte man eigentlich mal hier im Wasser noch. Auch wenn sie nicht so viel produziert, aber der Stellplatz ist halt weniger. Den wir dann noch frei haben. Hier in der Mitte können wir noch ein großes hinsetzen. Stört ja keinen. Auch scheißegal eigentlich. Haben wir erstmal wieder ein bisschen Strom. Sind die auch angeschlossen? Ja, heute noch hier angeschlossen. Passt erstmal. Dann bauen wir erstmal die Autobahn hier noch fertig. Und zwar von hier muss die ja. Ist die jetzt auf dem höchsten Level, die hier steht? Ja, ne? Ja. Bauen wir gleich mal mit Schallschutz. Man weiß ja nicht, was kommt. Hat die auch, ja. So. Und dann ziehen wir die mal hier so. Durch deine Mülldeponie. Glaub's ja nicht. Die steht da scheiße. Will das aber nicht abreißen. Und da bestimmt irgendwie drumherum bauen können. Ja, es geht. So. Fertig. Immer noch die Auffahrt bauen. Einmal von. Von hier, von kommt dann später irgendwann mal. Genügend Geld. So viel Geld kostet das. Eieiei. Dann machen wir jetzt erstmal das Wichtigste, nämlich die Auffahrt. Das ist ja wichtiger. Wichtiger als die Abfahrt. Bestimmt hier unten rum machen. Natürlich wieder Umweg hoch 20. Aber es kann ich jetzt auch nicht dann so anders. 2000, ey. Krass. Teuer. Verkehr geht halt echt noch hier hinten. Ist gut. Das ist sehr gut. Das ganze Gebäude. Das ist hier das Problem. Nicht genügend Arbeitskräfte.
Ja, vielleicht auch mal einen Bus hier hinterbauen. Dass die mal einen Bus hier hinterfahren können. Ist das Dunkel zu sperren? Geringer Bodenrichter, der soll ich denn da machen? Parks bauen, ja, ja, hallo? Wo kommt man denn da hin? Aber jetzt schon kein Kohle mehr. Hier hinten fehlt Wasser. Wir brauchen Wasser. Dann brauchen wir eine Wasserpumpstation für 2500. Oh, können wir uns eigentlich ein Darlehen wieder leisten, mal irgendwann mal? Nee. Hm. Braucht das Geld. Jetzt gerade, extrem dringend. Wird schon wieder eine Feuerwehr. Wo brennt's? Da hinten brennt's. Brennt überall. Hier hat man Landwirtschaft, wollten wir hier machen. Industriegebiet. Ne, war richtig, ja. Brennt nochmal. Ich brauche zu viel, meinen Fracken hier andauernd. Nervt auch irgendwann. Mein Gott. Steht hier schon eine Feuerwehr? Nein. Ey, hör mal auf. Hoffentlich brennen die nicht ab. Jetzt brennt es überall gleichzeitig, ne? Schön. Alten ist auch schon zwei unterwegs. Hat, passt. Naja, solange wir noch Plus machen, ist es schon mal nicht schlecht. Ich wäre halt bloß mal für ein bisschen mehr Plus. War ganz nett. Ist jetzt hier das Problem? Nicht genügend Treibstoff. Fürs Treibstoff-LKW das Gebäude außerhalb der Stadt erreichen können. Können sie doch. Mensch, alles gut. Das ist das Problem. Die können doch hier locker easy. Kein Stau, kein gar nichts. Können kommen, hier runter und dann drauf. Kommt doch schon einer, oder? Ja. Gut, so ist da. Der hat auch noch für 7 Wochen. Ja, ist doch genug da. Ey, der Feld ist das andere, oder was? Ey, ja, kein Wunder. Muss man das da fahren? Eine Dummi. Ja, hat das auch genug Treibstoff? Kommt hier noch einer? Eiswürfelfabrik. Hier kommt noch einer. Eiswürfelfabrik. Eiswürfelfabrik. Ist die Eiswürfelfabrik jetzt scheiße wichtig, oder was? Brauchen Strom. Kannst nicht sagen, du. Die können theoretisch. Naja. Ist mir ein Rätsel. Können kommen. Von mir aus. Hier kommt einer. Ah, ist der jetzt lang gefahren, ey. Verzögerung war ans Richtige. Ey, krass, scheiße. Oh, wir machen wieder Minus. Weil, warum? Warum machen wir Minus? Hallo? Warum wird jetzt wieder Bevölkerung weniger? Ja, ist doch jetzt in Ordnung. Hm, naja. Ich verstehe das manchmal echt nicht. Warum das weniger wird und warum es mehr wird und warum nicht. Allgemein ist es gerade so ein bisschen Wirtschaftskrise, glaube ich, für uns. Wohnungen, wir brauchen einfach nur Wohnungen. Nur wo? Ah, hier, ja klar. Mit welchem Geld, ne? Das ist die Frage. Ich spule einfach mal ein bisschen schneller vor. Holt sich das irgendwann nochmal? Nee, nicht wirklich, ne? Immer weniger Einwohner. So,
So. Mensch, ist der nicht auch zu laut? Ne, zu kranke Bürger. Lärmbelästigung. Glaub's ja wohl. Wir machen nicht wirklich plus irgendwie komischerweise. Wobei das abgewandt ist. Alter. Mega viele Gebäude, die abgewandt sind. Jetzt machen wir langsam wieder plus vom Bürgern her, aber hier nicht so. Budget. Wo haben wir denn genug? Haben wir noch Strom? Ja, noch Wasser haben wir auch nicht. Irgendwas. Haben von nichts genug. Nur genug Schulden, das haben wir, mehr nicht. Warum haben wir das? Muss doch irgendwann mal wieder bergauf gehen. Bankrottalarm. Die Stadt steht am Ende, dass wir gerade sie müssen Dienstleistungen stilllegen, um Geld zu sparen, oder? Aber mehr Einnahmen durch Steuererhöhung verzeichnen. Sie können auch Darlehen aufnehmen, Notversorgungsoptionen. Alles klar. Ich würde sagen. Notverkauf. Okay, was passiert jetzt? Notverkauf. Ja, toll, wir kriegen trotzdem zu wenig Kohle. Mir halt mal scheißegal, was die hier wollen. Gib mir jetzt eure Kohle, das kann sie sein. Wir brauchen jetzt Geld. Egal wie. Die haben alle zu wenig Arbeitskräfte hier, weil wir zu wenig Wohnungen haben. Also schaffen wir jetzt mehr Wohnungen. Wir bauen jetzt mal schön hier so ein. Keine Ahnung, was das darstellen soll. Ist halt ein bisschen Abwechslung drin dann. Oh, sind da jetzt Ampeln entstanden? Ja, das geht natürlich nicht. Traffic Lights aus. Und haben wir keine Ampeln hier. Nee. Gut. Und dann machen wir jetzt mal überall Wohngebiet hin. Überall schöne, fette Wohnungen. Jetzt kommt mal her, Jungs. Gebt mir euer Geld. So, Wasserrohre da hinten noch verlegen. Dann noch eine Wasserpumpstation hier hin. Ich denke mal, diesen Notkredit kriegen wir jetzt mal ordentlich wieder rein hier. Jetzt hier hinten mal ein bisschen haben. Können ja wieder welche bauen, dann kriegen wir auch ein bisschen mehr Geld von denen. Könnte uns retten. Könnte. Brauchen eben dringend mehr Einwohner. Ah, das mit den Steuern geht auch nicht, ne? Stimmt schon. 13% möchte ich eigentlich beibehalten. Solange wir dann noch genug einnehmen. Hier bauen schon wieder genug, das ist gut. Aber wir machen trotzdem mal weiter hier. Brauchen ja trotzdem noch weiter mehr Geld. Was war das für eine Straße, die ich da gebaut hatte? Die hier, ne? Ja.
Und hier wollen wir dann mal noch eine Autoverbindung, Autobahnanbindung dran, hier hinten. Und dann passt das auch. So. Aber dafür bauen wir erstmal die Autobahn dahinter. Also machen wir alles in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Haut da rein. Tschüss.